Wenn du dich entscheidest, das Soul Travel Experience zu holen, möchte ich dir in diesem Video sagen, wie du am besten damit arbeitest. Ja. Seelenreisen sind viel einfacher einzuleiten als Astralreisen aus meiner Sicht, wenn du dein Gehirnareal dazu stimuliert und trainiert hast. Also das Gehirn ist wie ein Muskel und jeder Frequenzbereich ist wie ein eigener Körperteil, ein eigener Muskelbereich. Und Seelenreisen meditiert man halt mit diesen tiefen Epsilon-Frequenzen in Kombination mit High Gamma, wo du viel Daten aufnehmen kannst. Und du musst, also musst du, solltest diese Herzbereiche stimulieren und trainieren. Ja? Das bedeutet, deswegen habe ich diese 5 Frequenzen gemacht und du fängst mit Condition 1 an und arbeitest dich runter bis Condition 5. Und die Condition 1 ist sozusagen 0,5 Hertz und das fängt oben an und geht dann langsam runter in 0,4 Hertz. Und die nächste ist dann 0,4 Hertz und geht runter auf 0,3 Hertz. Das heißt, du kannst dir entweder eine Playlist bauen und die Playlist hat dann Condition 1 bis 5. Das heißt, du fängst oben an und dann hast du sozusagen 5 mal 45 Minuten und hörst dir einfach alles beim Einschlafen an. Also du meditierst, zack, und fängst mit der Condition 1 an, zack, 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 zack. Und wenn du sagst, du willst jetzt das Gehirn weiter trainieren, dann legst du dich einfach schlafen, machst dir eine Playlist mit diesen 5 und schläfst einfach ein. Ja. Entweder erlebst du dann direkt in der Nacht schon eine Seelenreise, aber es ist in der ersten Phase so, dass du solltest so 1 bis 3 Tage lang einfach das mal durchhören. Du kannst dir selber einen Plan bauen. Du kannst entweder alle durchhören, damit halt einfach einschlafen, damit meditieren. Man ist sehr, sehr flexibel damit. Wichtig ist nur, dass du einfach diese Areale hörst. Du kannst sagen, ich höre jetzt eine Woche lang oder 7 Tage lang nur die Condition 1 vorm Schlafen gehen und dann steckst du um auf Condition 2, dann auf Condition 3 oder du hörst alle hintereinander oder du hörst in der Früh Condition 1, am Abend Condition 2, am nächsten Tag in der Früh Condition 3, am nächsten Tag am Abend Condition 4 und so weiter. Also da ist man sehr, sehr flexibel. Wichtig ist einfach nur, dass du diese 5 hörst und dass das Gehirn regelmäßig diese tiefen Epsilon-Bereiche trainiert und so weiter. Und es kann sein, dass du sogar, wenn du keine Frequenzen hörst in dem Bereich, dass du sogar dann auch ein paar Tage später, es gibt eine Nachwirkung, dann sogar einfach so eine Seelenreise indizieren kannst oder erleben kannst. Ja. Ich habe die meisten Seelenreisen indiziert, indem ich die Condition 5, also nachdem ich das Training gemacht habe von 1 bis 4, einfach mir angehört habe, mich hingelegt habe, auf Play gedrückt habe und mit den Kopfhörern einfach eingeschlafen bin. Und dann konnte ich so mit einer sehr hohen Erfolgsquote Seelenreisen indizieren. Ja. Gut, also es ist ganz einfach, so nutze die Frequenz, also bau dir einen Plan. Wichtig ist, dass du auch manchmal Pausen dazwischen machst, also wenn du anfängst mit Training, mach mal ein paar Tage Pause, dass das Gehirn sich wieder resettet und dann fang wieder mit Training an. Das ist so wie Wellen, mach die erste Welle, dann mach Pause, dann mach die zweite Welle und die zweite Welle wird höher sein, dann mach wieder Pause ein paar Tage und dann wieder und dann wieder. Und dann wirst du sehen, mit jeder Welle wird das Gehirn immer besser stimuliert, also nicht durchfrequenzieren, also durchhören, weil sonst wird so immer keinen Effekt mehr haben, sondern geh wieder runter, hör auf damit und dann die nächste Welle erzeugen. Und so kannst du relativ einfach damit trainieren. Du kannst auch, wie gesagt, du kannst einfach nur die eine Woche lang Condition 1 hören, dann ein paar Tage Pause, dann wieder eine Woche Condition 2 und so weiter. Und irgendwann ist das Gehirn einfach drauf trainiert, auf diese tiefen Frequenzen. Und dann wirst du, wenn du ihn mal eine dieser Frequenzen hörst, kann es sein, dass du dann damit eine Erfahrung machst. Und die Erfahrung indizierst du entweder auch am Tag oder vom Schlafengehen. Am besten ist, wenn du in einer Zone bist, wo du Serotonin, Melatonin Spiegel hast, also wo du genau zwischen Schlaf- und Wachzyklus bist oder in einer Schlafunterbrechung. Ja, ich habe da auch ein eigenes Video gemacht zum Thema Schlafunterbrechung. Das kannst du auch in einer Schlafunterbrechung super einfach indizieren. Ich empfehle dir, wenn du eine Schlafunterbrechung machst, dass du zum Beispiel beim Einschlafen die Condition 5 hörst, dann wirst du nach 4 Stunden munter oder 5 oder 6, bleibst du ungefähr eine halbe Stunde wach und dann legst du dich wieder hin oder du meditierst dann sozusagen in dieser halben Stunde mit einer dieser Frequenzen und dann legst du dich hin mit der Frequenz und schläfst dann mit der Frequenz auch ein und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du damit eine Seelenreise indizieren kannst. In dem Sinne, viel Freude, viel Vergnügen und ich wünsche dir eine tolle Erfahrung damit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!